Hallo und herzlich willkommen bei Bad Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Aachen Ticket und heute für das Spiel Raid Shadow Legs. Viel Spaß! Okay, und da sind wir. Jetzt geht's los. Ich werde mal wieder probieren, die ganzen Dailies zu machen. Bei Raid ist es ja Gott sei Dank nicht so lange. Jetzt muss ich erstmal noch kurz reinfinden. Hier steht einmal was gratis, das müssen wir einmal einfordern. Da ist auch nochmal was gratis. Oh, Weihnachtsgeschenke. Ein Tag. Wahrscheinlich der letzte heute dann. Dann muss ich mal kurz gucken. Da ist eine Mission. Tägliche Mission. Kämpfe 5-mal in der Arena. Machen wir später. Beschwöre 3 Champions. Oh, hier haben wir 2 blaue Diamanten. Wenn wir die erstmal beschwören. 1. 2. Die habe ich glaube ich noch gar nicht. Und Nummer 3. Ach, den habe ich. Ich glaube von den blauen habe ich sowieso schon alle. Von den grünen. Die 3 habe ich, da würde mir fehlen. Okay, die müssen alle Level 30 sein. Erfülle ich nicht ganz die Voraussetzungen. Hier kann ich auch nichts machen. Gut. Dann haben wir jetzt die erste Mission schon mal fertig. Ja, ich weiß. Kommt noch was? Nein? Gut. Mission fertig. Verwende 50 Energie. Das machen wir dann später. Steige 3 Champions Level in der Taverne. In der Taverne, also hier müssen wir jemanden um 3 Levels aufsteigen lassen. Die eine sind sowieso alle Müll, die habe ich schon. Das ist ein Grüner, der kriegt den grünen Trank. Ist ja schon Level 10, ach der auch. Na gut. Bleibt er auf Level 9. Fähigkeiten. Ach, ich habe ein Buch, deswegen. Das Buch will ich natürlich oben bei meinen Stärksten benutzen. Ein von den 3. Die hat die Fähigkeit 111, alles auf Level 1. Oh, die ist schon viel stärker. Na komm, kriegt die das Buch. Fähigkeit verbessern. 5% mehr Schaden. Ist gut. Dann schauen wir mal kurz hier durch. Von
den die Fähigkeit verbessert. Seine Fähigkeit verbessern wir auch mal. Der hat schon 3 Sterne, deswegen. Der hat 2 Sterne und ich glaube, den habe ich schon ein bisschen größer. Ja, hier 3 Sterne. Deswegen werde ich seine Fähigkeit nicht verbessern. Die habe ich auch nochmal als 3 Sterne. Auch als 3 Sterne. Den habe ich gerade schon mal gehabt. Auch als 3 Sterne. 3 Sterne. Und 3 Sterne. Kann ich jemanden aufsteigen lassen? Ihn hier kann ich aufsteigen lassen auf. Oh, das ist gut. Machen wir. Zack. Hat da 4 lilane Sterne. Kann ich denn noch einen aufsteigen lassen? Ihn hier. Ach, den kann ich nochmal aufsteigen lassen. Und danach nochmal. Ne, jetzt nicht mehr. Nochmal den. Also sieht doch schon mal ganz gut aus heute. Einen Rangaufstieg. Keiner dabei. Okay, Level vergeben habe ich. Habe ich schon gemacht. Nur eine Werbung diesmal. Okay. Jetzt Artefakt aufleveln. 4-mal. Die habe ich alles auf 12, das ist gut. Hier habe ich auch alles auf 12. Bei ihnen bin ich gerade dabei. Ah, die grünen weiß ich nicht. Ich mache erstmal den hier. Verbessern. 1, 2, 3 und 3-mal. Okay. Kauf einen Gegenstand aus dem Markt. Ich hoffe, da ist was Gescheites drin. Jo, wir haben hier eine grüne. Die nehmen wir doch gerne mit. Ich glaube, die haben wir auch schon ein paar Mal, habe ich die gehabt. So, jetzt haben wir hier, gewinne 7 Schlachten in der Kampagne und 5-mal Arena. Ich werde als erstes die Kampagne machen, auf der Hoffnung, dass ich dann stärker bin und die Arena dann machen kann. Aber zuerst gehe ich nochmal kurz in der Taverne, um den Rangaufstieg, nein, kein Rangaufstieg, oder? 1, 2, 3, ne. Ich bräuchte noch ein Chicken. Ich möchte ja nicht einen anderen opfern für den. Aber ich kann auf jeden Fall Fähigkeiten machen. Das weiß ich, weil die dürfte noch nicht voll geskillt sein. Habe ich sie schon ein paar Mal gehabt, aber ich glaube so oft auch noch nicht, dass die Fähigkeit voll wäre.
Da ist sie. Die will ich jetzt aufbauen. Zack. Und verbessern. Oh, die erste Verbesserung. Ich dachte, ich hätte sie schon öfters gehabt. Naja. Dann werde ich jetzt erstmal Kampagne, 7 Kämpfe machen. Den letzten habe ich noch nicht besiegt. Da werde ich nehmen, einmal sie hier, also grün, ich muss was Blaues nehmen. Die ist gut gegen grün. Rote schlecht. Und noch einen zum Leveln. Obwohl, nee. Der ist Level 50. Das wird schon schwer genug. Ich weiß nicht. Dann nehme ich lieber die mit. Jetzt habe ich alle 4 Farben auf jeden Fall. Probieren wir es mal. Ein Kampf. Mache ich mal Automatik rein. Doppelte Geschwindigkeit. Einer down. Los, beschwingen wieder. Zubi. Sie darf nicht sterben. Nein. Ach, down ist sie. Das wird schwer. Nein. Jetzt und ja, down ist er. By the light of Lumaya, the company vanquished the guardians of Seroth and the fell demon Kivos. But alas, it soon became clear that the priest's prophecy would be fulfilled. For only the combined force of their shards could unleash enough power to seal the dark portal. Our heroes bravely stepped forward and, together, offered the ultimate sacrifice. But wait, O champion. The story endeth not here. For the portal will open again. Seroth will return, and the shadow will loom larger. Until that day comes, return to Teleria. Hone your skills and seek out new champions. You will need them all soon enough. Zippy! Ich hab's geschafft.
Gut, dann haben wir jetzt einmal alles durchgespielt. Da habe ich schon alle 3 Sterne, hier auch, hier auch, hier auch, hier auch. Und da bin ich dann stehen geblieben. Ah, okay, ich verstehe. Wie kriege ich hier die anderen Sterne? So. Ich werde erstmal den Helden auswählen. Ich nehme jetzt den hier. Und 3 weitere zum Leveln. 1, 2, 3. Nehmen wir die. Machen Multistart an. Und beginnen das Ganze. Jetzt könnte ich kurz weggehen. Mein Trinken ist auch nicht hier. Ich werde kurz mein Trinken holen. Viel Spaß. Ah, und schon endet die Reise. Voll verkackt. Das Team muss sich ändern. Also, der kann ja schon mal drinnen bleiben. Ich muss einen stärkeren mitnehmen. Dann nehme ich halt noch die hier mit. Starten wir das Ganze nochmal. Ich habe erst eine Kampagne geschafft. Ich muss 7 schaffen. Oh, so schnell down. Okay. Ah. Schafft er die alleine? Nee. Da muss ich noch einen anderen stärkeren mitnehmen. Dann nehme ich den noch mit. Dann halt jetzt nochmal den ganz schwachen da, den kleinen, zack, und starten. Also nicht den ganz kleinen, aber den einen kleinen, der gleich Level 10 ist, und dann ist er fertig.
glaube, das schaffe ich. Achso, habe ich jetzt gar nicht angemacht. Egal. Dann lassen wir es jetzt so die ganze Zeit weiterlaufen. Nummer 2. Mit Nummer 3. Nummer 3. Ach, das ist Max Level. Gut. Den schon mal weg. Haben wir jetzt den? Und starten wir. Das wird ein bisschen schwer jetzt. Aber ich denke mal, ich schaffe das trotzdem. Thank you.
Ah. Das wird schwer. Das schaffe ich nicht. Ah, wusste ich doch. Das schaffe ich nicht. Oh, Max-Level erreicht. Team ändern. Der kommt weg. Und dann über den nächsten. Das wäre jetzt er hier. Ich habe gerade die Nachricht, dass ich die Quest fertig habe. Nee. Ich habe erst 4 fertig. Ja. Noch 3 fehlen. Das sind die 40er und dann nehme ich den noch dazu. Aber warte mal, da muss ich die da hinsetzen. Weil der Leader muss immer so eine Fähigkeit, muss nicht, aber ist besser, wenn er eine Fähigkeit hat, weil die wird dann aktiv. Bah.
6 und noch eine Runde gewinnen. Dann muss ich noch Arena spielen und meine Energie verbrauchen. Alle am Leben. Jetzt nicht mehr. Zu früh gefreut. Gifte auf den Kopf. Das ist schon heftig. Und das ist jetzt die letzte Runde. Sieg. Auch die Bestätigungsmail. Dann müssen wir jetzt noch Arena machen. 5 Kämpfe. Schauen wir mal, wie stark der ist. Ich bin 23.000 stark. Er ist 20.000 stark. Ja, ich denke mal, das sind schon die stärksten, die ich drin habe. Jetzt kommt 5x PvP dran. Automatik. Ich habe wohl so viel Buffs drauf. Und weg ist er. Jetzt noch der letzte. Die ist aber hartnäckig. Nichts gebracht. Eins. Oh ne, das will ich nicht schaffen. Das auch nicht. Auch nicht. Den auch nicht, da ist ein 50er dabei. 60er bei 50er, den allein will ich wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ich kann es mal probieren. Aber ich denke, das wird nichts. Oh.
das wird knapp. Ja, dann noch gewonnen. Also 60er will ich überhaupt nicht besiegen können. Auch eine allein 60er nicht. Ich dachte ja schon, dass ich den 50er nicht besiegen kann, aber hat ja doch noch geklappt. 50, 50, 50. Neue Liste. 50, 50, 50, 50, 54. Das könnte ich ja gleich mal probieren. Probieren wir den mal. Ist ja noch keine 60. Boah. Frankenstein. Ganz knapp. Den könnt ihr nochmal probieren. Gegen den habe ich ja gerade schon mal gekämpft. Ich mache mal das ein. Im Automodus starten. Habe ich noch nie gemacht. Erste Mal. Weltpremiere für mich. Ah, okay. Und nur ein Schlag, dann ist er down. Supi. Drei Siege habe ich, aber ich brauche nur 5 Kämpfe. 60, 60, 60, 60. Komm, ich bezahle einmal 5 Gold. 50, 60, 60. 50, 60, 50, 50, 54, 60, 60, das gibt's da nicht. Nochmal Gold bezahlen. 60, ah, hier, den. Okay, das war der 5. Kampf. Quest abholen. Und jetzt noch einmal. Ich muss noch auch 9 Energie verbrauchen. Das mache ich nicht in der Dungeon. Das mache ich nicht in der Kampagne. Das mache ich in der Dungeon. Weil da kriege ich gleichzeitig noch was Schönes holen. Ich nehme den grünen hier. Die weiße brauchst du für jeden und die grünen kannst du halt. Bei dem war das dann. Hm, warte mal, die brauchen wir auch nicht. Wir nehmen die hier. Leveln, leveln, strip. Und den Level. Ach, noch ein. Und hier. Start. Dann starten wir mal die ganze Sache hier. Automatik, doppelte Geschwindigkeit. Erster Down. Kein Problem.
Also ich muss jetzt auch nicht gewinnen. Ich muss nur eigentlich 9 Energie verbrauchen. Eine Dungeon kostet 10 Energie. Glaube ich zumindest, dass das 10 waren. Okay, und da ist der Boss. Jetzt macht die Königin da glatt. Oh. Die heilt sich jedes Mal hoch. Na, dann schaffe ich das nicht. Und da unten. Leider nicht geschafft, aber. Müsste doch. Ach, kostet 8, nicht 10. Dann nochmal ein Kampf. Aber ein bisschen schwächeren. Aber die 11. Ja, lassen wir die Leute. Und starten wir das Ganze nochmal. Nur wegen einer Energie. Ärgerlich. Hält sich auch hoch. Das wird auch nichts. Das gibt's doch nicht. Schneller. Ich verliere die Runde. Okay. Jetzt haben wir die Quest fertig. So. Das einsammeln. Und dann sind wir fertig für heute. Dann sammle ich schnell mein Ticket ein und sage Dankeschön fürs Zuschauen. So, jetzt. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ticket. Tschüss.